Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von uns. Heute möchten wir euch gerne So, willkommen zurück. Wie gesagt, heute möchten wir euch gerne unseren neuen Mercedes-Benz-Truck präsentieren oder zeigen, was alles dabei ist, was er kann, was die Besonderheiten sind. Vorab, es ist ein lizenziertes Fahrzeug, das heißt, wir haben hier eine originale Mercedes-Benz-Lizenz drauf, was auch dementsprechend am Fahrzeug dargestellt wird. Wir schauen mal, was drin ist. So, wir haben einmal alles rausgelegt, was im Lieferumfang ist. Wir hatten jetzt im Vorfeld schon mal das ein oder andere vorbereitet, um in dem Video auch darauf einzugehen, wie die Funktionen sind. Das heißt, wir haben dieses Modell schon einmal ausgepackt und haben es fahrfertig gemacht. Im Lieferumfang sind folgende Sachen bei. Einmal das Modell fertig aufgebaut. Integriert in diesem Falle am Modell ist ein Holzgreifer mit Funktion natürlich. Mit einem Anschlusskabel, was hier im Arm montiert wird und dann über den Sender bedient wird. Wie das funktioniert, zeigen wir gleich. Akku ist hier auch wieder, wie bei vielen anderen Modellen, Lithium-Ionen-Akku enthalten. Und entsprechend einen Schraubendreher, um den Akku auch wechseln zu können, weil die Akku oder der Akkuschacht unten ist verriegelt. Einmal mit einem Schnellverschluss und zusätzlich mit einer Schraube als Sicherheit. Enthalten ist hier ein Lithium-Ionen-Akku mit 7,4 Volt, mit einem BEC-Stecker und 1200 mA für sehr lange Fahrzeiten. Genauen Fahrzeiten natürlich abhängig von der Beladung, vom Einsatzzweck und so weiter. Liegt irgendwo zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem, was man damit macht. BEC-Stecksystem ist ein gängiges Stecksystem, gibt es also auch eine Menge Ersatz- oder Zubehörakkus für. So, wir lassen den Akku jetzt im Modell einmal drin und verriegeln das Akkufach wieder. Dazu haben wir das passende Ladekabel, wird hier über einen Balancer-Anschluss geladen und über einen USB-Port. Zusätzlich im Lieferumfang haben wir einen Schrottgreifer, der hier als Ersatz für den Holzgreifer montiert werden kann, ebenfalls elektrisch angesteuert über den Ausleger. Wie das funktioniert, zeigen wir auch gleich. Dann haben wir einen Sender dabei, 2,4 GHz mit diversen Funktionen. Welche Funktionen hier wo sind, was macht, zeigen wir euch gleich, wenn wir das Modell in Betrieb genommen haben. Anleitung ist hier natürlich auch wieder mehrsprachig ausgeführt. Wir haben hier die Anleitung in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Hier wird halt darauf eingegangen, welche Funktionen an welchem Knopf oder an welchem Knüppel gesteuert werden. Einfach nur, um die Funktionen des Modells ein bisschen besser kennenzulernen. Ansonsten, es ist bebildert, also recht übersichtlich gemacht. Sollte also kein Problem sein, da die Funktionen des Modells kennenzulernen. Wir nehmen das Ganze mal in Betrieb. Der Ein- und Ausschalter des Modells befindet sich hier an der Unterseite. Das Modell hat Sound, wie ihr hört. Er hat hier oben die gelben Blinklichter. Die Fahrfunktionen sind hier einmal auf dem linken Knüppel und die sind voll proportional. Das heißt, ich kann hier auch wirklich langsam fahren, wenn ich möchte, oder halt schnell. Lenkung ist ebenfalls proportional. Das heißt, ich kann hier auch den Lenkeinschlag feinfühlig steuern. Auf der rechten Seite ist im Prinzip der Kran, der Ausleger. Und zwar haben wir hier die Funktion hoch mit dem Schutzgetriebe. Man hört es, dass es überspringt bei Last. Dann haben wir hier den zweiten Arm hoch und runter. Die vorderen Knöpfe hier sind zum Drehen des Krans ausgelegt. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, rechts und links zu drehen.
Der Drehkranz ist 360 Grad, aber nicht endlos. Das heißt, irgendwann ist ein Punkt erreicht, dann springt er über, dann hört man wie das Klackern des Getriebes wieder, dieses Überspringen. Da ist es. So, und wenn ich das jetzt andersrum mache, also es ist 360 Grad, aber nicht endlos. Über die beiden Knöpfe lässt sich der Greifer ansteuern. Das heißt hier auf und zu, auch mit dem Schutzgetriebe wieder. Jetzt können wir auch gleich die Funktion des Schrottgreifers einmal präsentieren oder zeigen. Wird dann einfach hier mit den Schrauben, die werden gelöst und dann wird einfach hier über die Halterung das Ganze einmal ersetzt. Ist also ein bisschen händische Arbeit nötig. Und jetzt habe ich die Funktion quasi hier auf den Knöpfen ebenfalls für den Schrottgreifer. Dieses Modul liefern wir mit. Es ist übrigens auch dasselbe, was wir zum Beispiel für unsere Vollmetallbagger, für die Spielzeugbagger und so weiter, die diesen Anschluss im Arm haben, anbieten als Zubehör. Das liegt hier dabei. Jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit und zwar ist jetzt die Ladefläche nicht nur für Holz oder ähnliches geeignet. Man kann hier auch zum Beispiel die Seiten öffnen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die komplette Ladefläche plan zu machen. Zum Beladen zum Beispiel, das ist ganz praktisch. Oder ich mache nur die beiden Seiten, belade mir jetzt zum Beispiel das Ganze mit dem Schrottgreifer mit irgendwelchen Teilen, die von der Ladefläche wieder runterrutschen sollen. Und jetzt kommt die Besonderheit. Ich brauche eigentlich im Prinzip nur die hintere Klappe öffnen und habe dann hier die Möglichkeit, über die rechten Knöpfe die Ladefläche zu kippen. Also ähnlich wie bei unseren Kippermodellen ist auch hier die Funktion des Kippens gegeben. So. So sieht das Ganze dann fahrfertig aus. Die Funktionen sind eigentlich wirklich vielseitig. Ich habe Beleuchtung mit drin, ich habe hier die Beleuchtung mit drin. Ich habe auch hier vorne die Beleuchtung mit der Blinkfunktion. Das Ganze natürlich hinten auch. Ich habe also eine vollständige Beleuchtungsanlage drin. Der Spaßfaktor des Modells ist sehr hoch. Es ist ein 4WD-Fahrzeug, das heißt, die beiden Hinterachsen werden hier in dem Falle angetrieben. Die Reifen sind aus Gummi. Bodenfreiheit ist jetzt nicht immens, aber für einen normalen Einsatz auf relativ ebenem Boden ist es kein Thema. Also ähnlich wie man das auch schon bei unseren Kippern kennt. So, jetzt versteht ihr mich wahrscheinlich wieder besser. Die Stützen sind jetzt nicht mit Funktion, das heißt, die sind fest. Die dienen also im Prinzip der Zierde. Das soll einfach nur schöner aussehen. Ansonsten hat das Modell einen sehr hohen Spaßfaktor und ein sehr hohes Einsatzgebiet. Also man kann sehr, sehr viel damit machen. Ich denke, das ist eine perfekte Ergänzung zu unseren Baustellenfahrzeugen. Das Modell ist seit kurzem im Handel verfügbar. Wenn ihr Fragen dazu habt, irgendwas wissen möchtet oder irgendwelche Anregungen habt dazu, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.